Das war bei einer Reifenpräsentation in England und da sind wir dann kurz ins Reden gekommen und ich habe mir gedacht, diese Geschichte von Gustl Auinger, die ist dermaßen arg, da muss man Buch schreiben. Und der Gustl war Gott sei Dank dann bereit, dass er sich 50 Stunden mit mir unterhalten hat. 50 Stunden war wirklich ein Wahnsinn. Wir haben uns immer auf einer Gaststation getroffen und haben dann so einen Blöden vor 3 Stunden gesprochen. Und ursprünglich haben wir gedacht, ich werde diese Gustl-Auinger-Geschichte halt schreiben, und so wie ein Ghostwriter, wie er so eine Geschichte schreibt. Aber der Gustl hat das dermaßen gut und authentisch erzählt, dass ich mir gedacht habe, nein, das kann ich mehr oder weniger nur in so einem Interview-Stil bringen. Also im Endeffekt erzählt der Gustl Auinger seine eigene Geschichte. Ich habe es aufgeschrieben und ein paar Zwischenfragen gestellt und möchte bei der Gelegenheit dem Gustl nochmal danken, weil es ist wirklich ein Weltklasse-Bursch und eine wahnsinnige Geschichte, irre, dass er überlebt hat. Gustl! Und es war so bei diesen Gesprächen, wie man das ja dann jetzt, diese kurzen Auszüge aus dem Buch dann auch relativ rasch mitkriegen wird, es hat nicht nur unfassbar wahnsinnige Aktionen gegeben, sondern es ist immer irgendwas zum Lachen dabei gewesen. Also ich habe das eigentlich nicht gepackt. Und teilweise die Einstellung zum Rennsport, die ist dermaßen kompromisslos gewesen, also das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass sowas gehen kann. Und Gustl, jetzt glaube ich, bist du auch froh, dass es das Buch gibt und dass die Leute es wollen. Nein, ich bin unendlich glücklich, dass es ein Buch gibt, weil natürlich, wenn man so lange Jahre Rennen fährt und das Motorradrennfahren so dominant in der Birne drinnen hat, dann glaubt man manchmal, weil es ja nicht immer nur Hochs gibt, sondern auch Tiefs gibt, zeitlich ist der Scheiß, was man macht. Das ist verkehrt und der Blödsinn ist verrückt. Und wenn man aber dann doch über ein paar Jahre das durchzieht und das im Rückspiegel sieht, dann merkt man schon, dass das Ganze alles einen Sinn hat und nicht nur vielleicht zum Rennfahren alleine, sondern generell zum Leben als solches. Und wenn man das dann in Form von einem Buch in der Hand hat, dann habe ich manchmal das so gesagt, ja, wenn man so ein Buch hat, das ist fein, ich habe jetzt ca. 20 Jahre darauf gewartet, dass man irgendwann einmal so ein Buch in den Händen hat. Und ich werde mich hüten, sowas je zu verkaufen. Aber es ist einfach eine Riesenfreude, dass es so in den Händen liegt. Und es ist einfach ein Schicksalstag gewesen in England damals, dass der Zonko und ich uns so getroffen haben. Und wir haben schlicht und einfach nur ein bisschen über Gott und die Welt geredet und über ein paar Sätze von der Vergangenheit. Und wenn man mich kennt hat, aber doch nicht kennt hat, dann ist es vielleicht zur Hellhörigkeit geführt und hat gesagt, hey, ist das wirklich so gewesen? War das wirklich so? Und ich sage, ja, das war ganz normal in der Zeit. Und dadurch ist das Buch so entstanden, weil, wie der Zonko sagt, ich habe es erzählt, ja, aber es sind die Zwischenfragen, die kann nur einer stellen, der mich kennt, aber nicht kennt hat. Und deswegen ist das Buch ja, aus meiner Sicht unendlich gelungen und ich habe eine Riesenfreude damit. Jetzt war es so, um euch das kurz zu erklären, also der Gustl fährt das erste Rennen in Silverstone, er fährt mit irgendeiner grindigen Transporter hinten dort um, die ist einmal dreimal hin, die Kardanwellen fliegt irgendwo, wie sie reparieren das irgendwie und sie kommen tatsächlich dort in Silverstone an. Das erste Mal, der Gustl Auinger aus Österreich, sein Mechaniker war der Bruder, der Ernst, und der Ernst hat ihm gesagt, pass auf Gustl, die Engländer, die sind wirklich gute Regenfahrer und die wissen, wie es geht. Häng die bei einem Engländer an und fahr nach und dann kann nichts schief gehen. Und was ist dann gewesen, Gustl? Das klingt ja wirklich zum Lachen, aber das war so. Schau, ich bin aufgewachsen im Motorradsportclub Gunskirchen. Ein ganz lieber Club und dort hat man halt einfach über das Motorradfahren reden können, wie man wollen hat. Und dort hat es natürlich vom Vorstand her, vom Clubvorstand her schon gewisse Werte gegeben. Ja. Man hat einmal gewusst, wenn einer eine Rakete von einem Motorrad hat, das ist einmal, mit der kann sowieso jeder. Ja. Du musst, wenn es rein geht, einen Gurten haben und mit der Gurten musst du es herbrennen. Das sind dann die richtigen Motorradfahrer. Und wenn es trocken ist, kann sowieso wieder jeder, du musst es erkennen, wenn es los ist. Ja. Jetzt habe ich schon mal gewusst, ich brauche keine Raketen und wenn es ein bisschen geht, muss es regnen. Nur, war mir völlig klar, wenn ich zu einem Rennrennen gefahren wäre oder gefahren bin und wir haben zum Club,
und wir hätten so richtig in Scheitern gezogen, dann hätte ich ja nichts gerissen gehabt. Ja? Was hätten da meine Clubkollegen gesagt? Die haben wir ja gelernt, nur im Regen entscheidet sie sich, wer es kann und wer nicht kann. Ne? Deswegen war ganz einfach so schon mal wichtig, wenn es rennt, ich auch nicht antreiben. Und mein Bruder, dieser der Gwend, der mich zur Rennerei gebracht hat, der mich dort eingeschubst hat, der mir das ermöglicht hat, das Vertrauen gegeben hat. Und der hat mir natürlich auf der einen Seite aber heillos Angst gehabt um mich, und auf der anderen Seite wollte er Erfolg haben mit mir. Ja? Und dann hat man gewusst, in England reden sie so viel, ja? Und wenn es so oft reden, dann müssen doch die Engländer kennen. Und ich bin halt in Silverstone mit meiner Mobilität gefahren, wo sie kennen habe, und auf einmal zieht einer vorbei, der immer, bist du deppert, Engländer. In nichts anderes am Schädel ist der hinter denen in die Kiste und nachher geht. Und ich weiß nicht mehr, wie die Kurven geheißen, aber es ist die Stadt Süd gerade damals und der erste rechts. Da sind wir im Synchronstil, sind wir beide abgeflogen, aber richtig. Ja. Und haben halt dann das Klumpen irgendwo die Strohballen drinnen gefunden. Und dann haben wir sie natürlich im Weg umgegangen beim Zusammenklauen, weil der hat seine Trimmer gesucht, ich habe meine Trimmer gesucht. Und am Ende bin ich draufgekommen, dass er Franzose war. Ne. Ich hätte auch bei einem Engländer, nicht, aber ich bin nur dafür gehabt. Und so ist mir eben gegangen. Ne? Ich habe die Geschichten gehört, aber gedacht, das ist unpackbar. Eine ganz tolle Geschichte war auch oben in Imatra in Finnland. Da waren die sanitären Anlagen irgendwie, Gustl hat es genannt, menschenunwürdig, und ich habe viel ausgehalten, Originalzitat. Und da glaube ich, ist der große Held gewesen in dem ganzen MotoGP oder Grand Prix Zirkus, der Barry Sheen. Und was ist da gewesen mit diesen PC-Anlagen? Man muss sich das so vorstellen, das waren allein über das Rennen kommt jetzt eine halbe Stunde was dazu. Gell? Auf alle Fälle ist das immer drei, also so eine kleine Ortschaft gewesen. Und ihr wisst ja, in Finnland mit Alkohol, das sind ziemlich strenge Leute, das merkt nicht, dass sie sich da betrinken. Aber an diesem Rennwochenende, da war halt Volksfest und dort hat was zu trinken gegeben. Und das ganze Fahrerlager war auf einem Fußballplatz, mit einem angrenzenden Kinderspielplatz. Und dieser Fußballplatz, der hat halt ja, Kabinen gehabt und so. Klo, was ist, waren Labrinen. Ja, das war also wirklich unter jeder Kredit und das aber über Jahre. Und der Barry Sheen ist ja der gewesen in der Zeit, der den Motorradrennsport in einem anderen Licht präsentiert hat. Weil der Barry Sheen war so ein bisschen ein Lebemann, ein lustiger, ein fescher Bursch und der hat halt die interessantesten Firmen dann in den Motorsport eingebracht. Ein völlig anderer Typ, aber im Endeffekt lieber Kerl. Und der Sheen hat es den veranstaltet und hat schon ein paar Mal gesagt, mit dem Klo, mit dem Scheißhäuser, wir müssen es opfern, das ist nicht würdig, das geht nicht. Ne? Und es ist von Jahr zu Jahr, es ist das Gleiche gewesen. Und am Ende dieses Rennwochenendes ist der Barry Sheen mit der Benzinkanister ins Klo gegangen, hat Benzin ausgeschüttet und hat die hinten angezogen. Fertig. Ja. Und bist du dann ist so gewesen, dass du hast ja insgesamt dann als Österreicher, als österreichischer Privatfahrer hast 5 so Grand Prix tatsächlich gewonnen und ich glaube 18 Mal bist du am Podium gestanden, was ja auch wirklich eine extrem tolle Leistung ist, die ja, den Heldenmythos ein bisschen nähert natürlich, aber dieser Sieg in Misano, der angeordnete Sieg in Misano, das war glaube ich was ganz Orges, weil du bist mit einem Vorderaffen gefahren, der eigentlich ein Hinteraffen war. Ganz schwierig, ja, weil wieder so ein extremer Meilenstein im Leben, ja, den in 2 Minuten erzählt, geht ja gar nicht. Ich versuche es. Ja. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt 4 Grand Prix gewonnen. Ja. Ich habe 2 in England gewonnen, im strömenden Regen. Einen in Deutschland im strömenden Regen und einen in Schweden. Im ersten Rennhälfte richtig Regen, zweite Rennhälfte auftrocknen. Und natürlich war das mir wurscht. Ja, Thomas war es fein und mein Reifenausrüster war damals Dunlop. Und Dunlop hat dann gesagt, hör zu, jetzt hast du 4 Grand Prix gewonnen, alle 4 mit Regenreifen. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, dass unsere Kunden der Meinung sind, wir sind nur in der Lage, Regenreifen zu machen und die Slicks bringen wir nicht zusammen. Das heißt, du musst bitte einen im Trockenen bringen.
Und ich habe mir das so gedacht, ich habe mir nicht so zusammen mit mir geredet. Okay, ja, klar. Und dann bin ich draufgekommen, die meinen das jetzt ernst. Sag ich, ja, möchte ich ja, ne? Klar möchte ich auch. Ich will jetzt nicht aufhören zu springen und wenn es rennt, das ist ja nicht so lustig. Dann habe ich gesagt, das nächste Rennen ist Misano. Und wir nehmen mit alle Reifen, die wir haben, probieren ein bisschen was. Und du nimmst mit alle Felgen, die du hast. Wurscht und was du welche ausreicht, bring mit so viele Felgen wie nur möglich. Sag ich, sagt sie, ja, warte mal, habe ich gesagt, Italien, das war damals die Größe. Ne? Also gerade die 125er Klasse waren für italienische Fabrikate und italienische Fahrer dominiert. Sag ich, was will ich mit Italiener? Man lass mir, nein, es ist völlig wurscht, Felgen so viel es geht, Reifen kriegst so viel wir haben und du musst den Misano bringen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich auf Misano gefahren bin. Ne? Da haben die Knieschäber schon beim Abfahren, im Auto drinnen, haben die Knie schon zusammengeschlagen. Und jedenfalls, ich habe jetzt nicht gehabt, ich weiß nicht, wie viel Böllen, und wir haben dort Reifen montiert und Reifen montiert. Ich habe gar nicht mehr gewusst, welcher drauf ist, was hinten und was vorne ist. Irgendwann haben sie gesagt, nein, nein, jetzt hast du gelogen, weil den Reifen hast du schon einmal probiert und dann haben wir ein anderes Feedback gegeben. Sag ich, von was reden wir jetzt? Und sind wir draufgekommen, den Reifen habe ich einmal probiert, auf ein 3-Speichen-Füllen und einmal probiert auf ein 5-Speichen-Füllen. Und ich hätte es nicht geglaubt, das hat einen Unterschied gehabt. Jedenfalls, die haben das richtig ernst genommen und ich bin natürlich immer nervöser und nervöser geworden. Aber im Endeffekt war ich Zweiter qualifiziert. Also ich bin in der ersten Startreihe gestanden, zweite Startposition zwischen den zwei Carellis. Aber ich war nie ein schlechter Starter. Und ich mit meiner Kresse und meine langen Füße, und es war ein Schiebestart, wenn ich da drei Schwert gekannt bin, da habe ich schon mal einen Vorsprung gehabt gegen meine kleinen Italiener. Ne? Und wenn sie dann aufgesprungen ist, war ich dahin. Nur da unten, weil halt die Knie so zerrt haben, sie ist halt nicht gleich aufgesprungen, was absolut unüblich war. Und Tatsache war, ich bin aus der ersten Runde als 13. zurückgekommen. Und wie ich da als 13. zurückgekommen bin, für mich einfach mitten im Feld, da war mir in meinem Kopf hundertprozentig klar, jetzt gibt es niemanden mehr da draußen, der in irgendeiner wahnwitzigen Anschauung noch glaubt, ich muss das Rennen gewinnen. Das heißt, der Druck, die Belastung, ich muss das Rennen gewinnen, ist mit der ersten Runde erledigt. Ich fahre jetzt mein Stiefel runter und dann war es fertig. Und da bin ich dann gefahren, eins nach dem anderen. Ich habe einen nach dem anderen überholt. Es hat alles gut gegangen. Ich habe wieder einen überholt, habe den Bruno Kneubühl überholt. Das war eine Messlatte für mich, weil das war ein ähnliches Kaliber wie von mir aus, also auf einer privaten Basis. Und ich bin zugefahren, vorbeigefahren, weggefahren. Nächste wieder und da fahren wir sicher ein weißes Motorrad, weil ich genau wusste, das ist ein Carelli. Und der Carelli war normal ein Göttermotorrad. Ja. Das waren die. Die haben den Sieg abonniert gehabt an und für sich. Ne? Ich fahre auf die Carelli zu. Ich habe nicht eine Sekunde nachgedacht, soll ich gleich überholen, soll ich ein bisschen warten, soll ich in der nächsten Kurve machen. Dort, wo ich das Gefühl gehabt habe, bin ich schneller, bin ich vorbeigefahren. Es kommt nur ein Carelli, nur ein weißes Motorrad. Ich fahre auf das zu. Auf alle Fälle habe ich das Rennen gekommen mit einem satten Vorsprung. Und war natürlich der glücklichste Mensch der Welt, weil es ist nicht einer ausgefallen und ich habe deswegen gekommen, sondern ich habe einfach einen nach dem anderen dort erwischt und bin einmal zu und weggefahren. Und war, ja, ich glaube nicht, dass man das Gefühl beschreiben kann, aber es war einfach fantastisch. Und dann ist natürlich darum gegangen, natürlich überglücklich, weil ich habe ja medianere Slicks jetzt endlich im Trockenen gekommen. Jetzt wollten die alle das Motorrad fotografieren. Ne? Und habe das Motorrad versteckt, weil es hat grenzenlos schief ausgeschaut. Ich habe nämlich am Vorderrad einen Slick gehabt, den normal die 80-Kubik, da muss man die 80-Kubik klar sagen, am Hinterrad montiert gehabt hat. Es hat ungefähr so ausgeschaut, wie ein Motorrad von da drüben. Das ist ein richtiger Ballonreifen am Vorderrad. Aber es war halt einfach eine fantastische Geschichte und man hat gesehen, wann beide Teile oder alle Teile um die herum, was wirklich wollen, wie viel das dann wirklich geht. Aber das, was ich persönlich am meisten gelernt habe, ist, wie es im Kopf abläuft, wenn du weißt, du musst, und dann kriegst du die Quittung, weil das wird nicht mehr. Du hast das sowieso schon verloren, und dann ist der Druck weg, dann ist diese Fantasie weg, und dann haben wir quasi ganz normal Motorrad,
da vorne kommt es drauf, das reicht auch. Ne? Also ein hochinteressantes Rennen war das. Das ist natürlich, wenn der Kunst ist, aber der Formel kommt drauf, das ganz normale Motorradfahren, das reicht auch, das stimmt natürlich nicht bei jedem. Also bei mir ist es auch wahnsinnig wichtig. Wenn ich ganz normal fahre, richten mich alle her. Aber es hat natürlich irrsinnig viele Sachen gegeben, die man da erzählt hat, die mich wirklich bewegt haben. Aber der erste Sturz, wenn du das erste Mal wehtun hast, das ist natürlich eine wahnsinnige Geschichte. Wie du dort unten liegst und dann die Sanitäter, das glaube ich, kannst du kurz erzählen, bitte. Wie lange habt ihr Zeit? Nein, es ist war schon ein Meilenstein, weil das Rennfahren angefangen hat 1973 mit einer Kisten von einem Motorrad mit einer Maiko. Irgendwo habe ich mir eine Lederkombi gekauft, eine raumschwarze. Ich habe halt Lebendgewicht gehabt, glaube ich damals 52 Kilo. Und ausgeschaut habe ich, meine Rennfahrerkollegen haben gesagt, du bist der Geist, ja, weil schwarz spindelt hier. Also Spitzname war der Geist. Und gewicht habe ich einfach nichts, ja, weil für mich war es einfach klar, das hat mir der Club mitgegeben, so schnell kannst du Motorrad fahren und wenn es reingeht, gewinnen und unerschrocken halt. Und auch, was kann mir schon passieren, ich habe mir nie weh da. Ja. Und dann ist das zweite Jahr gekommen, ich habe mir ein besseres Motorrad gekauft, aber das Motorrad hat keine Zündplatten mehr gesehen und das Bundesheer ist auch dazu gekommen. Ja. Jetzt ist da einiges schief gegangen. Und dann ist Saisonende gekommen und gegen Saisonende war noch dieses Bergrennen am Rechberg. Und da haben wir gedacht, ich muss, weil beim Berg wird es wohl aufgerennen, ja, die paar Kilometer, ich muss was reißen, weil sonst geht man fürs nächste Jahr die Möglichkeiten aus. Also irgendwann Erfolg muss der aufreißen. Und habe einen Freund, der hat mir damals geglichen auf 500er Honda. Und dann gesagt, was ist mit der Honda? Fährst den ganzen Tag den Berg auf, lernst den Berg auswendig. Und wenn es dann losgeht, keiner mal alle her. Ja? Also ich bin mit der Honda wirklich bis zur Erschöpfung auf und ab gefahren. Und irgendwann mit der Auf- und Abfahrerei habe ich mir gedacht, warte mal, ich muss anders übersetzen, weil da rennt ja schon so ein Kopf durcheinander. Und bewusst, wenn das mit der Honda, das fahre ich mit der Maiko Vollgas und das auch, und da brauche ich das, also ich muss anders übersetzen. Schnell noch Kettenradlader, anders Kettenradlaufe, dann hat es geheißen, schnell zum Start. Jetzt habe ich gehabt, schwarze Hände im Kettenspanner, eine in die Handschuhe, aufwärts Motorrad und dann sind die Passagen gekommen, die ich trainiert habe bis zum Abwenden. Und mit der Honda war mir klar, das ist eine Linkskurve und gleich drauf kommt eine Rechtskurve. Die geht mit der Maiko Vollgas. Du hättest drei Training gehabt. Ne? Das war aber wurscht. Ja? Das muss beim ersten Mal aufgefahren. Seitdem bin ich den ganzen Tag gefahren, das ist ja logisch. Ne? Ich fahre die linke Vollgas und die rechte wollte ich auch fahren. War aber mit der Maiko um so viel schneller. Und das klingt jetzt wie eine blöde Geschichte. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, es passt die Linkskurve in einer richtig guten Schräglage. Jetzt ist aber die Rechtskurve auch schon da. Ja? Jetzt habe ich blitzschnell von links nach rechts umlegen müssen. Und wie ich so schnell umlege, hat plötzlich vom Lenker weg der Asphalt gespritzt. Jetzt haben wir gedacht, das ist was faul. Ja? Also das ist wirklich so hingegangen, dass ich durch den schnellen Wechsel habe das Motorrad hingeschmissen. Und dann habe ich es natürlich ausgelassen und bin mit den Fies voran Richtung also Begrenzungsstipfel gerutscht und dann ist es bergab gegangen, die Bergrennen, gibt es ja keine Vorstellung, gibt es ja keinen Sturz an. Ich gucke mich da ab, ich weiß gut wie weit und liege, kein mal Scheiße. Ja. Wo ist das Motorrad? Das liegt da vorne. Wo ich aufstehe oder bin aufgestanden, bin umgefallen. Ich denke mal, bist du da ein bisschen durcheinander. Dann stehst du nur mehr auf, steh auf, fall wieder um. Gibt's doch nicht. Steh wieder auf und wo ich schon wieder hinfallen, dann schaue ich runter zum Fuß, was da schief gegangen ist. Der Fuß ist gerade runtergegangen und parallel zum Schienbein war die Sohle von Stiefel. Ja? Also so ab oben war das da unten. Bin ich so gestanden und dann Scheiße. Ja? Und haben mich niedergesetzt. Nach einer Zeit ist natürlich, habe ich es nicht so dass die Strecken gesperrt werden. Das oben bei den Rennstrecken ist das Rettungsauto stehen, sind die Sanitäter ausgestiegen und haben runtergeschrien zu mir, was ist der Meter? Sind die da? Wo denn? Nur im Fuß? Da komm aufgefahren. Bin ich auf alle Viere aufgekreuzt
oben hast du ihn auf die Trock gelegt und dann hast du reinigt wieder ins Krankenhaus. Oder dann ist es übergangen. Ne? Und jetzt habe ich dann verstanden, warum sie immer gesagt haben zu mir, hier ist der Sehgeist. Einmal wird es dich schmeißen und dann wirst du sehen, wie es dann zugeht. Ne? Und dann habe ich gedacht, was reden denn die? Schmeißen wir uns? Was wird so nicht schmissen? Ja, und ich bin dann am Samstag auf Nacht ins Krankenhaus gekommen. Und die Ärzte im Krankenhaus haben am Samstag gedacht, überhaupt keine Gaudi gehabt mit mir. Aber überhaupt keine, gell? Die haben mich auf die Trage aufgelegt und haben den Fuß gerannt und gesagt, der ist gebrochen. Ja, das war mir klar. Dann haben sie gesagt, dann mal einrichten, ne? Ja, dann mal einrichten. Jetzt ist einer gekommen und hat da in den Fuß Spritzen versucht, sie reingeben und das vergieße ich mein Leben nicht, gell? Der ist mit der Spritzen nicht reingekommen. Ja, weil du, da sind so viele Knochen, da war ich eigentlich ein bisschen durcheinander gegangen. Und irgendwann hat der gesagt, das muss schon gehen. Jetzt sind da ein paar so richtige, ja, die haben ihn wiedergehalten, mit dem Oberkörper. Und der andere hat ihn vorhin genommen im Fuß und hat angezogen. Ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das weh da hat. Das ist unbeschreiblich. Jedenfalls in meiner Panik ist mir da nichts anderes eingefallen, als wie eine schnelle Drehung. Ja, auf der Bar oben eine schnelle Drehung und denkt, die bringen mich sonst um. Und hab den Fuß runtergehauen. Dann ist er gekommen, der Arzt sagt mir, so hat er gesagt. Und wenn du so anstellst, dann operieren. Nur, dass er es weiß. Und dann denkt man, jetzt bin ich tot, ne? Sehr klar. Na ja, Gustl. Und letztendlich, ich meine, das Ende der Rennfahrerei, das war eigentlich sehr bitter, war wirklich grausam, steht aber eh auch drinnen in dem Buch. Das war eigentlich, das hast du nicht verdient, so ein Ende, aber letztendlich hast du alles super hingebracht, alle Schulden, die du eigentlich ungerechtfertigterweise gehabt hast, hast du alle abgezahlt, hast dann noch eigentlich eine wirklich große Karriere im Fahrsicherheitsbereich im ÖAMTC gemacht, hast etliches von diesen Fahrsicherheitstipps, die es jetzt gibt, hast du erarbeitet und jetzt bist Coach beim Red Bull Lucas Cup, das heißt, du kannst deine Erfahrungen den Jungen weitergeben und das ist, glaube ich, ein großer Segen für die Motorradwelt, oder? Und das taugt auch, glaube ich. Ja, ich glaube, der größere Segen ist für mich selber. Es ist unendlich wertvoll, weil, wie du schon angesprochen hast, wenn du so eine Karriere beendest, man hat ja so eine Fantasie, ne? Man ist irgendwann am Karriere hoch, und dann sagt man, danke, das war's, und dann für ein paar Wohlhabend sich zurückziehen. Das ist Theorie. Die Praxis war ganz anders. Und wenn du dann das Gefühl hast, scheiße, was habe ich jetzt 16 Jahre lang gemacht? Muss ich jetzt wieder zurückgehen auf die Eisenbahn? Muss ich wieder Schlosser sein? Ein Beruf, den du 16 Jahre nicht gemacht hast, und lauter so Sachen, da läuft da viel durch den Kopf. Und dann als erstes muss ich da dankbar sein, dass der ÖMTC damals an mich herangetreten ist und so. Dein Wissen vom Motorradfahren, das könnte man im Rahmen von dieses Sicherheitstrainings weitergeben. Nächstes nicht bei uns machen. Und das habe ich dann gemacht, 10 Jahre lang, mit einer Leidenschaft, wirklich sehr, sehr gern. Und habe einfach das Gefühl gehabt, alles den Scheiß, was ich erlebt habe, den Plätzen, den ich draht habe, aus dem kann man jetzt was machen, dass ein anderer vielleicht weniger Lehrgeld zahlt oder vielleicht ein bisschen schlauer an die Sache herangeht. Weil so wie ich herangegangen bin, ich bin einfach mit einer Riesenportion Naivität herangegangen. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, weil wenn du das in einem Rechenbeispiel durchgerechnet hast, was riskierst und was kriegst, würdest du nie mit Rennen anfangen. Du musst anfangen zu sagen, taugt man kann ich machen durch. Ja, man muss schon schief gehen. Und jetzt ist es halt so, dass er nach dieser Zeit von ÖMTC jetzt der Red Bull MotoGP Lucas Cup entstanden ist, der mittlerweile ins 8. Jahr geht. Oder wo wir 8 Jahre jetzt mittlerweile voll haben. Und das ist natürlich eine wunderschöne Aufgabe, weil ich habe 24 Touren, die kommen aus der ganzen Welt, sind im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Und dann versuche ich halt den Schritt in die Richtung Profi-Rennfahrerkarriere ein bisschen zu helfen. Und sie sind zwar sehr, sehr jung, die Buben. Also der Jüngste ist 13. Und mich wundert dann selber immer, wie weit die heute mit 13 sind. Weil wenn ich zurückdenke, was ich mit 13 Jahren gemacht habe und was die heute mit 13 Jahren machen, das kannst du nicht vergleichen, in keinster Weise. Weil da haben wir vielleicht einmal alles zusammengekriegt und sind Äpfelstellen gegangen zum Nachbarn. Aber niemand hätte gedacht, von einem Motorrad reinfahren. Und auch wenn sie schon so weit sind oder sehr erwachsen wirken oder sehr professionell schon wirken, eins ist eins zu eins gleich bringen. Die Ängste und Sorgen, die man hat in dem Geschäft,
die sind unverändert von 1974 bis 2014. Da hat sich nichts verändert. Und in der Weise versucht wurde, den Buben zu helfen. Ich bin in der Rennerei drinnen, ich kann das erzählen, was ich am liebsten in meinem Leben gemacht habe. Und wenn dann also ein Bub sagt, du danke, super, das hat mir jetzt geholfen, dann ist das mehr als bares Geld. Und man bleibt unendlich jung damit. Super, Künstler. Ja, jetzt ist so, wir haben natürlich ein paar Gustl-Auinger Vollgasbücher mitgenommen. Der Gustl freut sich, wenn jemand eine Unterschrift drinnen haben will. Kostet uns 20 Euro und es ist jeden Cent wert. Danke, Freunde. Ja, vielen Dank, Gustl, vielen Dank, Zonko. Also das mit dem Buch, das muss ich unterstützen. Da haut es euch wirklich ab, wenn es das lest. Die Geschichten sind so unglaublich, wirklich eine tolle Geschichte. Also das ist wirklich wert und lasst euch das Signieren von Gustl unbedingt empfehlenswert. Weihnachten kommt bald, nehmt euch das mit bitte. Danke. Einen großen Applaus noch für den Gustl und für den Zonko. Wunderbar, wunderbar. Das ist hier nicht.